Heute wollten wir euch eine schöne Strecke für die Reise von den Dolomiten zum Großglockner vorstellen. Hierzu nutzen wir die Strada Statale di Alemannia und später die Pustertaler Höhenstraße. Ja, Berge. Berge. Das müssten schon die Sechstner Dolomiten sein, die man da sieht. Jetzt geht es wieder durch richtig steiles Hochgebirge. Ah, super. Super schöne Straße übrigens, gar nicht kaputt. Diese Strada Statale di Alemannia. Jetzt fahren wir in Richtung Dürensee. Spätestens da ist wahrscheinlich Tourismus Overload. Da gibt es bestimmt was zum Muffeln. Was, da ist er schon, der Dürensee. Guck mal einer an. Schick, schick, schick. Da könnte man doch mal gucken, ob einer guckt. Es geht vorbei am Dürrensee und an den drei Zinnen. An einer der beiden Attraktionen sollte man zumindest einmal anhalten. Ah, hier sind die drei Zinnen. Die Tre Zinne. Ah, da hinten sind die. Guck mal einer an. Wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, bietet die Strada Statale di Alemannia wunderschönste landschaftliche Ausblicke. Allerdings verlassen wir nun die Dolomiten und überspringen das Stück bis zur Pustertaler Höhenstraße einfach mal. Das ist also die berühmte Pustertaler Höhenstraße. Eine schöne, schöne Panoramastraße. Geht etwas eng durch die alten Dörfchen. Wollen wir jetzt hier nicht so unanständig schnell fahren. Da sind die Leute mehr noch sauer auf uns. Das ist doch sehr, sehr schön, sehr, sehr idyllisch. Scheint nicht viel Verkehr zu sein. Die Jungs sind hier ganz entspannt. Aber schön, es ist ein wirklich schönes Panorama hier. 1250 Meter hoch. Nicht so, dass man direkt irgendwie Luftnot kriegt. Sehr, sehr, sehr angenehm. Auch kühl, 17 Grad. Fällt mir ein, da könnte ich meine Jacke mal wieder zumachen. Ach ja, das geht auch so, ne? Der Anblick. Ganz neues. Oh. Gefällt mir. Schöne Kirche. Schöne Kühe. Schöne Kuhscheiße. Ah, da hat wieder jedes Dorf seine eigene Kirche hier, ne? Thank you.
muss ich denn jetzt her? Da nicht, sondern da hoch. Ich glaube, so Pustertäler, da gibt es auch ganz viele von. Wenn ich mich recht erinnere, der Skiurlaubsort Meransen und Brixen lag, glaube ich, auch im Pustertal. Das war aber in Italien. Also da scheint es eine ganze Menge von zu geben. Winter ist die wohl auch mal gestacht. Ah, sehr schön. Das ist nochmal tolle Aussichten. Fahrbahnschäden, naja, das kennen wir ja. Schlimmer als der Weg zum Passo Duran kann das auch nicht sein. Schöner Ausblick, ne? Ja, herrlich. Oh, ist das richtig hier? Ja. Ganz neu gemacht. Sehr, sehr schön. Auch mal Zeit für eine Pause. Lasst uns gemeinsam die Aussicht auf die Lienza Dolomiten genießen, die dort auf der anderen Seite des Drautals liegen. Der höchste dieser Berge ist die Kühbodenspitze mit 2704 Metern. Bekannter sind wahrscheinlich der Kreuzkofel mit 2694 Metern und die Bischofsmütze mit 2422 Metern. Nach der Pause stürzen wir uns wieder hinab in eine der wunderschönen Steilabfahrten. Schaut euch diese Straßenfügung an.
links der Berg und rechts das Nichts und dafür Kurven, Kurven, Kurven. Ich liebe das. Die Abfahrt war dann schon heftig. So, wo geht's da her? Da geht's her, ne? Genau. Sehr sympathisch, für Busse verboten. Ein sehr sympathisches Schild, da hat man damit schon mal keinen Stress mehr. Also jetzt nichts gegen Busse, aber die zu überholen auf so einer Straße ist schwierig und im ersten Gang da hinterherfahren ist auch irgendwie schwierig. Wie würde der Bayer sagen, das taugt mir sehr. Sachen, die man am liebsten tut, mit Menschen, die man am liebsten hat, wenn man das kann, das ist, glaube ich, wahrer Luxus. Und das habe ich gerade. Das ist, würde ich sagen, Quality Time vom Allerfeinsten. Kurzes Update. Die eigentliche Route, die eigentliche Straße hier in Panoramastraße, war jetzt leider ein bisschen gesperrt durch eine Baustelle, war nirgendwo ausgeschildert. Zumindest nicht erkenntlich. Jetzt müssen wir irgendwie eine andere Route nach unten finden. Aber die Straße ist andersrum auch nicht viel weniger schön. Muss man schon sagen. Schöne Pustertaler Höhenstraße, ohne vorher mal einen Hinweis drauf zu geben, komplett aufgerissen. Ja, da war nichts zu wollen. Konnten wir nicht durchfahren. War keine Straße mehr da und eine Enduro-Einlage war leider nicht möglich. Da wären wahrscheinlich die Bauarbeiter etwas erbost gewesen. Naja, jetzt muss das Navi mal ein bisschen arbeiten. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Gleich der Abzweig hier. Wo wir vorhin. Abgebogen sind. Da geht es dann, denke ich mal, in Richtung Hauptstraße und alles kein Beinbruch. Von daher ist alles ganz easy eigentlich.
solange man noch genug Benzin im Tank hat, ist sowieso alles easy. Alles keine Probleme. So ihr Lieben, das war's erstmal für uns mit der Pustertaler Höhenstraße. Wir hoffen, euch hat diese Route gefallen. Für den Transfer von den Dolomiten zum Großglockner würden wir die Stradastatale d'Alemagna und die Pustertaler Höhenstraße in Kombination immer wieder empfehlen. Allerdings ist die Pustertaler Höhenstraße an sich auch ein lohnenswertes Ziel für eine Motorradtour. Viel Spaß dabei!